Moin Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge in unserem Minecraft Let's Play und mittlerweile sogar schon die 9. Folge in dieser Welt. Und ja Leute, heute habe ich einfach Bock, Rache zu nehmen an diesen scheiß Spinnen und Zombies da unten, denn wie ihr vielleicht aus der letzten Folge wisst, haben wir da leider ein paar Sachen einstecken müssen und ja, war nicht cool von denen, um es mal kurz zu sagen und knapp zu sagen, ihr wisst Bescheid, deswegen würde ich sagen, wir nehmen einfach Rache. Und diesmal denke ich auch daran, die Schere mitzunehmen, denn wir wollen ja auch Spinnennetze auch mal abfarmen können, würde ich sagen. Aber gut, Leute, zur Sicherheit nehmen wir auch noch mal Erde mit, falls wir irgendwie Sachen brauchen. Gut, Fackeln haben wir jetzt hier tatsächlich wenig. Da müssen wir auch uns noch welche machen. So, ich würde sagen, die Stöcke nehmen wir uns auf jeden Fall auch mal mit, falls wir unten auch noch mehr Fackeln machen müssen. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir sind generell vorbereitet, was uns da erwarten wird. Naja, ich würde sagen, mal schauen, erstmal uns vollfuttern. Wir müssen hier vorbereitet hier in den Kampf reingehen, ne? Was ist unser Ziel? Naja, unser Ziel wird es, glaube ich, erstmal sein, uns ein paar Ressourcen zu sammeln, beziehungsweise vielleicht kriegen wir auch Ende der Folge uns mal auch eine Eisenrüstung mal zu machen, dass wir nicht komplett schutzlos sind, wenn uns da mal ein paar Zombies überrollen, so wie letzte Folge, die schwarze 8-Folge so gesehen. Ganz dunkle Folge. Aber egal, wir machen das jetzt, wir schalten auch den Spinnenspawner aus und gut ist. So, da haben wir schon mal Spinnennetz Nummer 1 gesnackt. Guck mal, Leute. So schnell geht das hier. Gesnackt, gesnackt. Wir snacken uns hier einfach die Spinnennetze. So, gut. Ich habe zwar immer noch nicht die größte Ahnung, wo lang wir gehen sollen. Da machen wir auf jeden Fall mal eine Fackel hin. Und da ist... Ist das Eisen oder Gold? Na, ich glaube, das ist Gold. Das ist Gold. Ist das Gold? Ja, das ist Gold. Was soll ich sagen? Eisen sieht doch ein bisschen anders aus. Okay, hier ist Kohle. Komm her! Komm her! Hat sie gar nichts. Ah, Creeper. Nein. Okay, da kommt hier. Wir brauchen Fläche. Hier ist Fläche. Warum bist du jetzt explodiert? Warum? Okay. Der ist weg. Okay. Also wie ihr seht, Leute, unten zu leben, zu meinen, ist verdammt gefährlich. Ja, das ist dann noch irgendwo da. Aber egal. So, erstmal hier, Erz abbauen. Das Wichtigste. So. Das Wichtigste, ne? Guck mal, hier Eisen. Und wer, es kommt jetzt wieder ein Creeper und überrascht uns von hinten. Dann ticke ich aber richtig aus. Ah, verdammt. Ich höre jemanden. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo. So, da oben sind Erze. Die will ich eigentlich haben. Wird man erstmal hier voll fressen. Leben. Boah, ich bin so aufgeregt, Leute, wirklich. So, jetzt können wir das wieder zumachen. Jetzt haben wir das auch gesnackt. Da bist du! Ich kenn dich doch! Komm her, komm her. Ich weiß. Kommt der ja eiskalt von hinten. Aber egal. So, das ist auch Eisen. Wir müssen noch gleich zur Goldquelle. Nicht, was die schöne Goldquelle vergessen. Aber bisher würde ich sagen, passt das. Noch mehr Eisen. Ich weiß gar nicht, wie viel Eisen wir für eine Eisenrüstung braucht. Waren das irgendwie 28? Bin mir da tatsächlich nicht mehr sicher, wie viel Eisen man da braucht. Aber gerne jetzt auch nicht dramatisch, dass ich jetzt die genaue Zahl nicht weiß. Hoffe ich natürlich. So, erstmal hier auch eine Fackel hin tun. Okay.
oben können halt Teile kommen. Wäre ich natürlich uncool, wenn es hier Monster kommen würden. Okay, jetzt ist hier, abgesehen von da oben, ausgeleuchtet. Und hier leuchten wir auch mal rein. Gut, das ist gesichert. Gesicherter Bereich. Würde ich doch mal sagen. Oh, seht ihr das da hinten? Leute. Ein kleiner Bug. Davon. Wir haben jetzt X-Ray aktiviert, Leute. Ich sag's euch. So, gehen wir auch mal da unten hin. Ja, guck mal, das Mining läuft doch deutlich besser als in der letzten Folge, wo wir spontan Minen waren. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, ob wir auch wieder nach Hause finden. Das. Gute Frage, nächste Frage, ne? Aber ich würde sagen, das klappt schon irgendwie. Ich höre einen Zombie, weiß aber nicht von wo. Ja, solange es nur ein Zombie ist, ist auch alles in Ordnung. Na gut, machen wir weiter. Machen wir weiter. Lass mal hier weiterfahren. So. Ich höre dich näher kommen. Aber wo kommst du? Ich brauche ein Skelett. Ich komme wahrscheinlich von da irgendwo her. In die dunkle Gasse natürlich. Was denn sonst? Vielleicht schon da unten. Ich weiß ja nicht. Okay. Gut, der Bereich ist auch gesichert. Wir haben jetzt, glaube ich, eben gerade die Goldquelle vergessen, kann das sein? Verdammt. Egal, wenn wir zurückgehen, kriegen wir sie bestimmt wieder. So. So, Schienen nehmen wir auch mal gerne mit. Ich weiß auch noch nicht ganz wofür, aber irgendwann haben wir die bestimmt mal gebrauchen. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir hier nicht weitergehen, sondern dass wir erstmal wieder zurückgehen quasi. Zum Ursprung. Das ist doch klar. Ich hab doch alles ausgeleuchtet. Wo verdammt kommst du her? Sag mir das. Wo kam der her? Da, okay, da ist die ausgeleuchtet. Ja, ich hab's gesehen. Danke, Zombie. Für den Hinweis. Okay. Noch ein Creeper. Diese Creeper sind ja echt hier gemeingefährlich. Und noch ein Zombie. Ich dachte, die wären Spinnspawner und kein Zombie-Creeper-Spawner. So. Geschafft. Erstmal Fackel setzen. Ganz wichtig. Okay, hier bin ich das letzte Mal gestorben, so wie es hier aussieht. Genau, versuchen wir erstmal hier die Umgebung zu sichern. Verdammt. Ha! Outplayed! Oh scheiße, ich bin outplayed nicht gerade. Aber trotzdem outplayed. Ich dachte, wär's eine Höhlenspiele. Dann sähe das Ganze hier schon anders aus. Okay. Herzklopfen, Leute. Das so viel kann ich mal sagen. Okay. Ja, hier. Safe, hier kommen auch einfach die Monster vorbei und ragen hier ein. Zum Tode. Aber egal. Ja, guck mal, hier ist die nächste Spinne. Komm her. Spinne. Gut, du wirst das leichter zu töten. Das gebe ich jetzt mal zu. Ah ja! War ja klar. Genau hier, ne? Hier, wo eigentlich kein Platz ist, spawnt so ein Creeper. Ich kann nicht mehr. Aber egal, wir brauchen Kohle. Wir fackeln. Kohle. Ganz viel Kohle. So. Das läuft eigentlich sehr zufriedenstellend. Ich kann mal gleich gucken, wie viel Eisen wir eigentlich schon haben. Auf
jeden Fall haben wir auch ein paar Monster-Sachen uns gefarmt. Knochen, eigentlich immer ganz cool. Vielleicht kann man sich da noch mal ein paar Hunde irgendwie beschaffen, die vielleicht irgendwo mal in der Nähe wandern gehen. Was ich auch gerne hätte eigentlich in dieser Welt, wären Katzen. Aber Katzen, dafür braucht man Glück. Dass man dieses Biom findet, dieses Dschungelbiom. Oder man schafft es sich so viele. Ich dachte, ich hätte was gehört. Okay, ich habe auch was gehört. Aber egal, ich mach weiter. Auf jeden Fall, um wieder aufs Thema zurückzukommen. Man kann auch versuchen, sich die Zombies hier wieder zu Villager zu machen. Also die Zombie-Villager wohlgemerkt. Und wenn man genug Villager hat, die bei dir wohnen, dann treffen sie sich ja mittags und dann lassen sie auch manchmal so Katzen spawnen. Ne? Und dann kannst du so Katzen auch bekommen. Das ist wahrscheinlich sogar der einfachere Weg. Aber beide Varianten sind schwer zu bekommen. Weil ein Zombie-Villager spawnt nicht einfach so. Da brauchst du wirklich unglaublich viel Glück. Da musst du dich auch noch gut irgendwie saven. Denn sobald Sonnen kommen, kann er ja sterben. Sprich, du musst ihn irgendwie in Schutz nehmen. Und das Ganze wird nicht ganz leicht. Aber egal. Okay, hier ist Wasser. Okay. Ich höre Skelette. Ich bin hier weg. So, gehen wir mal wieder zurück, würde ich sagen. Nur wo ist zurück? Sie zurück? Ja, hier ist zurück. Genau, hier war diese Höhle mit den Skeletten. Und was bist du? Nochmal Skelette, oder? Ja. Ja. Ne, ne, ne. Ich verzichte. Kommt er jetzt zu mir? Okay, da kann ich hier hoch. Okay. Da unten ist ein Zombie. Na, er hat mich schon gesehen. Mr. Zombie. Und Skeletttyp ist auch hier. Okay, die kommen nicht hier hoch. Das wollen wir auch mal so lassen. Ja, ein bisschen Ruhe, falls auch da unten mal so ein Creeper spawnt mal wieder. Ich habe da irgendwie ihre Spawn-Location. So, dann haben wir hier nochmal Eisen und dann gucken wir mal wirklich, wie viel Eisen wir haben. Das dürfte nicht wenig sein. Ah ja, ein Enderman. Den will ich jetzt aber auch nicht begegnen. Gut, wir haben 8. Ja, das reicht schon, Leute. Das reicht schon, was wir haben. Optimal. Aber ich will trotzdem noch das Gold wiederfinden, was wir eigentlich eben hatten. Ja, irgendwie verloren. So. Natürlich da. Hau ab! Ich mag dich nicht! Du bist immer gemein zu mir! Kusch dich! Oh, fuck. Alles unter Kontrolle, alles unter Kontrolle. Wir haben kein Schwert mehr, aber alles unter Kontrolle. Wir müssen hier nicht laut werden. Okay, es ist gewittert. Es ist gewittert. Wir müssen hier nicht laut werden, es ist gewittert. Okay. Ich eskaliere hier so minimal. Aber wir haben überlebt. Auch wenn das ein hinterhältiger Angriff war, wohlgemerkt. Ich baue hier noch die Schienen ab. Danach würde ich sagen, wir versuchen mal unsere Sachen zu saven, die wir jetzt haben. Das dürfte das Ganze wahrscheinlich hier auch einfach einfacher gestalten für uns. So. Okay. Sehr schön. So, hier ist mal ein bisschen zu wenig Beleuchtung. So, und jetzt gucken wir mal, wie ich jetzt hier wieder zurückkomme. So, die Goldader haben wir tatsächlich nicht mal wiedergefunden, ne? Haben wir nicht wiedergefunden. Ich kann nicht mehr. Okay, da ist der Spinnspawner. Da waren wir nicht. Ich glaube.
Hier müssen wir schon bleiben. Hier sind wir doch rausgekommen. So. Was haben wir hier? Ja, ich glaube, hier war es. Ja. Okay. Auf nach oben. Auf nach oben. Genau, jetzt hier. Ja, den Mineneingang kann man auch mal ein bisschen offensichtlicher gestalten. Das gebe ich mal an dieser Stelle zu, ne? Aber egal, Leute. Das passt. Das passt. Ich würde sagen, wir haben unsere ersten Sachen erfolgreich gefarmt. So. Damit jetzt hier aber auch jetzt keine Zombie etc. hochkommen, machen wir das erstmal jetzt so pragmatisch zu. So, wir haben Kohle. Das freut uns sehr. Dann machen wir erstmal uns hier unser alles. Wir haben ein Gold! Eins Gold. Wir sind reich. So, gut. Genau. Zombie-Sachen auch nicht schlecht. Schienen und Spinnenweben. So. Ja gut, wir müssen uns auch mal ein bisschen Kabel mehr besorgen. Aber egal. Passt schon soweit. So, schaufeln. Gut, ich bin zu weit im Bett weg. Sorry, dass ich 2 Meter zu weit weg war. Aber egal. Das passt soweit. Am Ende können wir es nochmal gucken. Genau. Ups. Jetzt haben wir hier nämlich gut Sachen uns sichern können. So, unsere Bienen sind auch fleißig am Werkeln. Das freut mich auch sehr. So, jetzt kann ich aber hier das Ganze natürlich jetzt auch schön ernten und jetzt hier schön setzen. So. Das funktioniert auch wunderbar hier oben mit der kleinen Farm. So. Wie viele brauchen wir denn noch? Eins. So, ich glaube, ein Kürbis reicht schon, um da die restlichen Setzlinge zu machen. Ja, reicht. Gut, jetzt kommt hier die Ernte. Hier waren, glaube ich, alle reif. Ah, wir haben Essen. Wir haben Essen. Sehr, 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 sehr schön. Ah, sogar noch mehr. Jetzt gedacht. So. Okay, Zuckerrohr kann man auch mal abfahren. So, schaffe ich. Wow. Du solltest nicht hier hin. Warum noch einmal hier was? Ah, egal. So, dann würde ich sagen, die Folge war doch recht positiv. Wir haben mal was geschafft, ne? Wir waren mal Eisenfarben, ne? Sprich, wir werden später auch eine Eisenrüstung inklusive Eisenschwert haben, Leute. Und wenn wir das haben, würde ich sagen, können wir auch mal eine Worldtour machen und gucken, was hier so in der Nähe ist. Aber vielleicht finden wir auch richtig coole Sachen, die wir für unser Zuhause gebrauchen können. Aber gut, Leute, mit diesen Worten würde ich sagen, ich beende mal diese Folge. Wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, dann würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und Leute, schaut wieder rein beim nächsten Mal. Euer Omat. Ciao.